Moin Leute vom Bau, herzlich willkommen in 2024 und damit zu einer neuen Folge Eine Woche Bau. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Für mich geht es heute zum ersten Mal wieder los dieses Jahr. Wir hatten bis zum 8.1. frei. Jetzt packe ich gerade nochmal alles ein. Zollstock kann ich nicht auch weg. Da kann jetzt mal wieder neuer her. AirPods noch mit rein. Heute Abend geht es nämlich direkt zum Sport. Kleingeld, Jacke noch holen. Und ich bin mal gespannt, was heute so auf uns zukommt. Wir haben zwar im Plan was stehen, aber wenn ich so aus dem Fenster gucke, ist es noch sehr, sehr weiß draußen. Und heute ist der 8.1. Die Trecker-Demo oder die Bauern-Demo läuft gerade. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt irgendwo durchkommen, aber das werden wir gleich sehen. Ich werde jetzt mal gucken, wo der Minibagger steht. Bin hier oben bei uns auf dem Berg. Wir hatten noch vor Weihnachten hat mein Kollege hier noch so ein bisschen alles plan gemacht. Dann haben wir die ganzen Bagger hier hingestellt. Hier vorne, vielleicht sieht man die. Ja. Noch eine Lichterkette rangebracht. Jetzt werden wir so langsam mal unsere ganzen Maschinen wieder zum Leben erwecken. Da hinten steht der Minibagger. Ich hoffe ja, dass der anspringt. Wir haben auf jeden Fall was zu tun. Wir hatten eine Baustelle, wo wir eine Druckleitung gelegt haben. Die muss jetzt noch ans Schmutzwassernetz angeschlossen werden. Kriege ich meinen Schlüssel hier nicht ab. Und noch Regenwasser muss angeschlossen werden. Das werden wir da jetzt heute machen, beziehungsweise erstmal eine Bestandsaufnahme. Na, wo ist mein Schlüssel? Da. Gucken, was wir noch an Bögen brauchen, was wir eine Rohrleitung brauchen. Kernbohrung muss noch gemacht werden. Ja, perfekt. Das ist auf jeden Fall diese Woche zu erledigen. So. Oh, hier ist alles eingefroren, ne? Leuchtet auf jeden Fall schon mal. Läuft wie ein Uhrwerk. Lass ich den mal kurz 5 Minuten warm laufen hier. Dann fahre ich den hier runter. Moin Moin, wir sind wieder in Hannover. Heute müssen wir ein Leerrohr legen von der Hebeanlage dort rüber. Und hier muss noch Regenwasser gelegt werden. Und zwar müssen wir hier die Regenwasseranschlussleitung suchen, die wir damals schon gelegt haben. Die liegt hier vorne irgendwo und dann müssen wir quasi nachher hier ran. Aber dadurch, dass diese Leitung hier tiefer liegt, erstmal diesen Schacht ran, eine Kernbohrung machen, beziehungsweise zwei, und von dem Schacht auch wieder eine Leitung zurück an die Übergabeleitung. Ich habe jetzt den Schwenklöffel wieder dran, ne? Weil ich konnte vorhin 1-2 Meter machen und dann hat der Zylinder, der hier drin sitzt, ich habe den vorhin eingeschmiert, eingefettet, der öffnet nicht mehr. Es kommt zwar Druck hier an, aber der Zylinder macht nicht mehr auf und zu. Ganz komisch. Übrigens ist das nicht unser Bagger. Der hier ist auch nicht unser. Aber heute früh wollten wir den. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Wir haben nämlich nur zwei Zulaufleitungen für die Schwenkschaufel. Und der hier hat nämlich vier. Deswegen mussten wir den anderen Bagger mitnehmen. Jetzt verfüllen wir einfach nur noch. Dann müssen wir. Dann müssen wir nur noch. Bagger mitnehmen, anderen Bagger mitnehmen, morgen wieder auf eine andere Baustelle, dass wir morgen die paar Stunden noch machen können. Und dann machen wir hier am Montag weiter. Kernbohrgerät noch holen. Heute Abend, nee, ist erst Montag geplant.
und Zuchtseil für unsere 3000er Rüttelplatte, weil das ist nämlich gerissen. Ich werde gleich den zwei Schalengreifer auf jeden Fall nochmal anbauen. Wenn Robin fertig ist mit Hopfen, dann mache ich das mal ein bisschen glatt. Weil vielleicht funktioniert es ja doch, da brauchen wir morgen nicht die Baustelle wechseln und keine Maschinen mitnehmen. Ja, mal sehen. Ich hoffe nicht, dass wir hier erstmal eins fertig kriegen. Ich habe den zwei Schalengreifer jetzt nochmal angebaut. Normalerweise machst du es hier drüber. Es kommt auch Druck an. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, wenn ich ein bisschen mehr Gas gebe. Aber wenn man unten auf die beiden achtet, nee, sieht man so nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe den vorher mal eingefettet. Hier ist auch nicht mal das Beste irgendwie. Aber keine Ahnung, müssen sie selber schauen, wie sie es machen oder was das jetzt wird da. Wir holen jetzt gerade den Anhänger, laden den hier auf, fahren morgen auf jeden Fall doch auf eine andere Baustelle. Hier ist soweit wieder zu. Und dann werden wir Montag hier weitermachen. Die Regenwasserleitung, was ich vorhin erzählt habe, was hier endet, an den Schacht dran muss, mit zwei Kernbohrungen, eine Zulauf, eine Ablauf. Ja, und dann ist die Woche auch schon wieder um. Kann man es nochmal sehen? Da habe ich mit unserer Bohrkrone vorhin das Loch gemacht. Wir sind hier, glaube ich, bei 4 Meter oder so, als wir den damals gesetzt haben. Nur, aus welchem Grund auch immer, ist hier richtig viel Wasser drin. Das läuft auf jeden Fall nicht durch unsere, durch den Aufsatz da durch. Die sind alle zu und alle dicht. Ich denke mal, weil hier keine Dichtung drin ist. Und jetzt haben wir die halt hier oben gemacht. Das wird, ist einfach nur Kabelleerrohr. Oder die Kabel von der Pumpe oder von den beiden Pumpen dann quasi da durchgezogen werden. Deswegen haben wir das bei den Steigeisen reingemacht. Können dann zwischen den ganzen Steigeisen bis nach außen durchgehen damit. Ja, so ist der Plan. Und wir mussten halt nicht so tief gehen, ne? Ist ja nur ein Kabel der Rohr. Also von daher ist es nicht so wild. Bagger haben wir abgeliefert. Da werden sie sich jetzt morgen drum kümmern, dass er wieder fahrbereit ist. Und wir werden morgen mit dem hier arbeiten. Weil wir müssen nämlich in der Garage rein. Und da man diesen Bügel hier umklappen kann, kommen wir damit perfekt in die Garage rein und können dann morgen da schön ein bisschen Mineralgemisch einbauen. Und dann ist die Baustelle dort auch durch. Perfekt. Wird zwar ein bisschen kalt, aber egal. Moin Leute vom Bau. Vielleicht kennen einige von euch diese Baustelle hier. Hier haben wir das Mineralgemisch eingebaut, Regenwasser gelegt, Schmutzwasser gelegt. Jetzt ist denen aufgefallen, oder wir haben es vergessen, nee, der soll nachträglich rein. Und zwar läuft eine Leitung aus diesem Haus und eine Leitung aus diesem Haus. Wenn du zwei, wenn du zwei Parteienhaus hast, muss die Schmutzwasserleitung getrennt werden mit einem Schacht, mit einem Revisionsschacht, wo du die Leitung extra spülen kannst. Haben wir selber nicht dran gedacht, stand aber so auch noch nicht im Plan. Das heißt, wir werden jetzt hier vorne erstmal noch einen Schacht setzen. Den haben wir mitgebracht. Wir haben, aus welchem Grund auch immer, ich weiß nicht, woran es liegt, wir haben ja hier hinten Regenwasser gelegt. Bis dort hinten hin. Und hier ist das Rohr vom Fallrohr abgegangen. Vielleicht vom Verdichten, wir haben es aber nicht gesehen. Wir konnten halt nicht so viel Spitzende daran. Oder wir konnten das Spitzende nicht länger ziehen, wegen dem Pflaster, was dann hier reinkommt. Weil sonst guckt das natürlich nachher raus. Das werden wir nochmal richten. Aber diesmal werde ich es trotzdem ein bisschen länger ziehen. Dann ist es einfach so. Weil wir wissen halt nicht, wie hoch das Pflaster nachher liegen wird. Ne? Deswegen konnten wir das halt nicht, das Doppelspitzende hier so lang ziehen. Oder so viel höher ziehen. Aber es war auf jeden Fall drüber, dass da eigentlich nichts hätte passieren können. Ist egal, kann passieren. Das werden wir richten. Dann will ich euch noch kurz zeigen, wie der Schacht aussieht. Minibagger läuft gerade noch warm. Ist noch gefroren. Wir haben hier den Schacht. Das ist das Schachtunterteil. Drei Eingänge. Einen machen wir blind mit einem Deckel.
Und das ist ein 600er Schacht, also 600 mm, 60 cm quasi breit. Werden hier einen Deckel ran machen, hier eine Überschiebmuffe, andere Seite Überschiebmuffe, nicht Überschiebmuffe, ich meine Reduzierung. 150 auf 100. Also die sehen dann quasi so aus hier, ne? Weil das ist nämlich nur 150er Eingang. Und wir müssen aber trotzdem nachher reduzieren auf 100. Genau. Deckel, also Abdeckung, Schachthals aufmachen, einbauen, werde ich euch dann nachher noch zeigen, verdichten und abhauen. Ja, der läuft noch warm, ist noch gar nicht aufgetaut. Ja, wird schon. Das ist natürlich echt kalt hier, ne? Leute, ich habe hier gekratzt, ich habe die Schaufel ein bisschen schräg gestellt, gekratzt. Das Mineralgemisch ist so fest, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jetzt befüllen wir noch kurz die Flex und werden dann zwei Schnitte machen, dass ich dahinter greifen kann, kann das rausnehmen und dann lockert sich das hoffentlich. Wir haben es jetzt soweit frei, wir mussten das tatsächlich rausschneiden. Hier sieht man die Blöcke noch. Aber da ist halt alles gut. Ich will euch mal den Schacht zeigen, der wird nämlich so eingebaut. Es kommt eine Leitung von links, also quasi Türhöhe. Die Leitung kommt aus der Einliegerwohnung. Der ist blind, da ist quasi ein Deckel drauf. Und hier ist dann die Anschlussleitung. Dann läuft das quasi so hier durch und man wird es dann separat spüren können. Du wirst einmal eine Haushälfte spüren können und einmal hier, falls da irgendwie was sein sollte. Deswegen baut man da so einen Revisionsschacht noch zwischen. So, Schacht sitzt jetzt beim dritten Versuch. Ist überall drauf. Hier. Dort. Und hier. Jetzt gucke ich, ob ich überall noch Gefälle drauf habe. Guck, ob der Schacht. Ups. Guck, ob der Schacht noch Gefälle hat. Also der Schacht hat an sich Eigengefälle. Das heißt, wenn ich hier eine Wasserwaage drauflege und dort. Und das ist in Waage, ist unten das Gerinne trotzdem noch mit Gefälle. Das werden wir jetzt nachprüfen. Ich bin froh, wenn ich hier unten raus bin. Jetzt prüfen, dass das noch passt. Also hier zugemacht. Ach ne, Schachthals noch drauf, Abdeckung. Passt. Das so. So, willst du hier mal am Rand was reinschmeißen? So, Schacht sitzt. Warum läuft unser Auto? Doppel, glaube ich, angemacht. Schacht sitzt. Abdeckung muss noch rauf. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mir meine Füße wehtun. Alter Schwede. Jetzt werde ich hier nochmal die Schuhe wechseln. Verdichten wir jetzt noch. Und dann hauen wir hier wieder ab. Ach so, das Feuerrohr müssen wir noch machen. Eieiei. Was ist das? Wie Eis, wie ein Eisklumpen. Schacht sitzt, alles angeglichen. Schacht haben wir jetzt noch höher gelassen, weil ich nicht weiß, wie die das Pflaster hier machen wollen. Das kann dann der Pflasterer machen. Der kann sich den einfach runterschneiden. Das war's dann für heute. Jetzt noch kurz das Rohr hinten. Man hört das Rohr, wenn es schon am Kloppen war. Das Rohr da jetzt noch wieder anschließen, Bagger aufladen, ab nach Hause. Moin moin, wir reparieren jetzt die Platte. Robin baut gerade die Palettengabel an, nimmt sie dann, stellt sie dann hier rein. Ich hole mir jetzt nochmal Handschuhe. Obwohl, ich nehme die hier. Und dann werde ich schnell die Platte reparieren. Und jetzt auch zur Baustelle.
Seil ist wieder dran, ein bisschen zu lang, 2-3 cm, aber es ist egal, sie läuft. Das ist vernebelt, wir haben die gerade schon angeschmissen, hier geguckt, ob die auch wirklich funktioniert. Das ist ein Ding jetzt von 5 Minuten gewesen. Also, ja. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Beim nächsten Mal kann ich euch das gerne zeigen, konnte ich jetzt gerade nicht. Ich habe meine andere Kamera leider nicht mit, dass ich also mit Stativ, deswegen. Da kommt Robin schon. Jetzt haben wir die auf dem Anhänger und dann geht's los. Ja, der heutige Tag war nichts. Wir kamen an, wir sollten das Mineralgemisch, was da ja noch lag auf der Baustelle, in die Garage reinfahren. Die Garage steht aber noch voll. Das heißt, ich packe jetzt die Schaufel wieder weg, die mussten wir uns ausleihen. Machen noch ein bisschen Wagenpflege. Vielleicht die Fensterscheiben putzen mit unserem Minibagger. Bei unserem Auto auf jeden Fall. Und dann das Wochenende. Reicht dann auch für heute. Ja, zurzeit ist noch nicht so viel zu tun. Ich versuche auf jeden Fall das meiste mal aufzunehmen, dass ich euch wieder Content liefern kann. Also nehmt es mir nicht übel, wenn die Videos nicht so lang werden oder ich nicht viel aufnehmen kann, weil einfach noch die schlechten Tage sind. Aber ich versuche mein Bestes und es kommen ja auch wieder bessere Tage. Ne? Dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende, schönen Sonntag und wir hören uns. Haut rein.